Half-Life 2. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Ja, das will ich auch hoffen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit. Warum redest du eigentlich so komisch? Hast du was verschluckt? Ein Schmetterling? Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Hat meine Tante Erwin auch immer gesagt. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Wie? Was? Hm? Was? Hm, Asche. Punktangriff. So, ihr seht es, liebe Kinder, wir spielen Half-Life 2. Wir haben ja vor ewigen Zeiten schon Half-Life gespielt. Und da dachte ich, naja, ich spiele doch Half-Life 2 einfach mal hinten ran. Nach vielen, vielen Monaten. Warum nicht? Hey du. Hast du eine Cola für mich? Bist du denn eingestiegen? Oh, vorhin. Ich wurde hier rein teleportiert von so einem komischen Typen, der merkwürdig spricht. Und du? Tja, weiter geht's nicht. Nee? Ja, schubst mich ruhig. Ja, schubst mich einfach aus dem Weg. Warum nicht? City 17. Sie sind in eine der besten. Hallo. Oh. Ja, ich wurde geblitzt, Ding. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. Okay. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellt. Was für Gönner? Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Ja, kannst du auch. Ist eine schöne Stadt. Ich möchte Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen: Willkommen in City 17. Ah, danke. In Sicherheit. In Sicherheit bin ich hier. Na, da habe ich ja Glück gehabt. Da muss ich ja keine Angst mehr haben. Hey. Die kenne ich doch. Das sind doch die fiesen Aliens, die uns in Half-Life so übel zugesetzt haben. Die haben uns mit ihren Blitzen wegdingsen wollen. Und jetzt läuft er hier rum und fegt? Hm. Machen wir das Tor auf. Oh, das geht gar nicht. Naja, vielleicht müssen wir hier lang. Aber das ist alles, was ich City 17. Oh, hey, der sieht ja gemein aus. Die Nachricht scheint sich zu wiederholen. Hallo. Warum haben Sie ihn gerade den Mann geschubst? Au! Ist ja gut. Was ist? Wir müssen wohl hier durch das Drehkreuz. Wolltest du was? Die Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zum Verhör mit. Okay. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen, haben sie gesagt. Aber immerhin, ich darf ja auf ihn warten. Ach, das finde ich kulant, dass du auf ihn warten darfst. Na, dann warte mal schön eine Runde. Da kommt bestimmt bald. Ist hier irgendwas im Schrank versteckt? Hm, ein Schuh. Vielleicht tröstet dich das über den Verlust deines Mannes hinweg. Hier, ein Schuh. Weiß ich natürlich wieder nicht zu schätzen. Ist ja nicht irgendein Schuh, sondern der Schuh der Glückseligkeit. Oh, und eine Dose. Ah, auch nicht. Wollen Sie noch was Kühles zu trinken bestellen? Oh ja, das trinke ich erstmal auf dem Weg. Das war lecker. Schon wieder Dr. Breen? Den konnte ich in City 14 schon nicht aufstehen. Dr. Breen? Das ist seine Operationsbasis. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Unterhaltet ihr euch? Redet ruhig weiter. Ich bin ganz Ohr. Oh hey, was geht ab? Lass das Wasser. Trinkst und du erinnerst dich an nichts mehr. Hm. Ich weiß nicht mal, wie ich hergekommen bin. Bist du sicher, dass es Wasser war? Und nicht Tequila oder so? Sie fahren immer ab, aber kommen nie an. Und die ankommen. Die armen Leute hier wirken alle sehr verzweifelt. Deinen Koffer haben sie auch, was? Ja. Oder kommen sie damit nicht mehr durch? Naja, ich weiß nicht. Bisher sind sie ja damit durchgekommen. Was sagst du dazu? Ich mache mir Mut, um weiterzugehen. Ja, ich gehe einfach mal weiter, denn ich habe meinen Mut bereits. Hm, das sieht sicher aus. Moment. Ja. Wo bringt ihr mich her?
Sag mal, der wiederholt seine Nachricht auf alle 3 Sekunden hier, oder? Willkommen in City 17. Guten Tag, ich gehe einfach mal geradeaus weiter, ne? Nein? Nee, nicht geradeaus, ich wollte da... Oh, okay, okay. Ich gehe nach links. Ich schätze, Sicherheit? Hallo? Okay. Ja, gut, kein Problem. Ihr tut mir ja nichts Unangenehmes, oder? Ich komme auch mal mit. Oh, da müssen wir mal reingucken. Hallo? Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Der hat einen Umsiedlungsschein. Das ist ein Missverständnis. Der hat einen Umsiedlungsschein. Ja. Da, hier links, hier rein. Oh, auf den Zahnarztstuhl werden hier geblutet. Gab's hier eine... Nein, geht schon. Geht schon. Der wird mit mir fertig. Gab's hier eine illegale Abtreibung oder was ist hier passiert? Okay. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin Bier. Barney von Black Mesa. Barney, alte Hütte. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht schlecht. Sonst schöpfen Sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ah, verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Hallo. Grundgütiger. Gordon Freeman. Genau der. So ganz ohne Vorwand. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Ich wollte schon immer mal nach Kanada. Oder wo auch immer das war. Alex ist hier irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herholen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Ja, dann. Hör mal, ich muss weiter. Darf ich halt nicht kontrolliert werden. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Oh ja, ebenso. Wer bist du nochmal? Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleiners Labor durchkommen. Ach, Dr. Kleiner, natürlich. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung auf. Hier lang? Okay. Ja. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Stell was unter das Fenster? Ja, ich riech dich auch später. E-Objekt aufheben. Ja, hier liegen Objekte rum. Guck mal, so eine Kiste kann man so. Oder hier ein Koffer. Oder hier ein Vollkoffer. Ach nee, das ist nur. So, ach da, unter das Fenster. Da stellen wir einfach mal eine Kiste drunter. Das scheint ja zu funktionieren. Und hüpp. Oh nein. Jetzt habe ich die andere Kiste kaputt gemacht. Dabei lag mir doch so viel an ihr. Bier. So, blinder Vandalismus. Ich finde das schön. Half-Life 2 war eines der ersten Spiele so. Der ersten richtig großen Spiele, wo halt so ein bisschen... So ein bisschen Physikspielereien drin war. Das heißt zum Beispiel Flaschen durch die Gegend werfen und die zersplittern. Also in meiner Erinnerung war es jedenfalls so. Das erste, was ich so gespielt habe, wo man so einen Scheiß machen konnte. Und es ist einfach geil. Oh, da wird erstmal geladen, natürlich. Da wäre ich aber auch geladen. Meine Güte. Stimmt ja, in Half-Life sind ja Abschnitte, die geladen werden. Kann ich hier irgendwie das Tor? Nö. Nö, dann nicht, gehe ich halt die Treppe. Ne. Okay. Ja, ist alles cool. Oh, ein Wachmann. Du meinst diese Dose? Warum soll ich die denn aufheben? Hallo, du hast die runtergeschmissen. Das ist reine Schikane. Oh, anscheinend muss ich die Dose aufheben. Hier ist die Dose. In die Fresse, Junge. Oh, scheiße. Au. Jetzt kriege ich aufs Maul. Ah, ich hätte ihn nicht ins Gesicht werfen sollen. Reiß dich zusammen, Junge. Ah, hat er mir voll ein paar verpasst. Okay, ich hau lieber ab. Ich gehe. Ja. Tür? Ah, Freiheit. Gibt es irgendeinen Ort in dieser Stadt, wo der Typ nicht rumhängt und labert? Unsterblichkeit? In diesem Turm da? Was ist das für ein Turm?
Ganzen. Sie erfordert eine komplette Revision unserer genetischen Zwänge. Was redet der da? Revision genetischer Zwänge? Mentalen Programmierung, diametral entgegengesetztes Denken. Mir hilft in Momenten des Zweifels das Wissen, dass unser wahrer Feind der Instinkt ist. Ah, unser wahrer Feind sind diese komischen Drohnen, die mich dauernd ins Gesicht blitzen. Der Instinkt beruhigte, schützte uns. Okay, wir fassen mal zusammen. Die Stadt ist besetzt, beziehungsweise der ganze Planet ist besetzt von diesen netten Kollegen mit Gasmasken und Knüppeln. Aber warum soll ich denn weitergehen? Ich will gucken, was da drin vor sich geht. Okay, okay. Bitte? Ich wollte eigentlich nur mal einen Blick drauf werfen. Oh. Oh! Oh! Das sieht ja niedlich aus. Kann ich das streicheln? Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, da kann ich auch nicht lang, aber... Oh! Hier geht eine Leiter hoch. Und da wieder runter. Die Frage ist doch nur, wo muss ich hin? Ja, da wohl auch nicht lang. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst. Hallo. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Volk. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Da, die finden immer was. Das Ding blitzt mich die ganze Zeit an. Das verfolgt mich doch. Kann ich hier bei euch rein, zufällig? Ich brauche mal... Nö, Unterschlupf. Weil da hinten stehen wieder so Wachen rum. Aber, nee, ich muss eh hier rein. Ja, guten Tag, die Herrschaften. Ich muss hier... Ich habe hier meinen Schuh nämlich liegen gelassen. Knall ich den Ding voll vor den Latz, ey. Ach, daneben, schade. Ladedaten. Ich frage, wo kommen wir hier raus? Ich soll ja Dr. Kleiners Labor finden, aber wo ist das? Ich kenne die Stadt ja gar nicht. Oh, ich kann ja mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist die Idee. Da komme ich nicht lang. Aber das Fahrrad nehme ich lieber mit. Sicher ist sicher. Oh, das... ein bisschen sperrig, aber das geht schon. Jetzt muss einfach die Treppe hoch. So. Ah, Mist. Komm schon. Das muss doch hier... Oh, da sind Leutchen. Wollt ihr ein Fahrrad? Oh, geil. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Fernseher aus dem Fenster werfen. Check. Funktioniert. Oh, hey. Hey, ihr habt ja einen schönen Fernseher. Oh, da unten. Oh, da sind die Soldaten unterwegs. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn es Fernseher regnet. Oh, die haben Angst, die tun mir direkt leid. Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Falsche Personenzahl? Weil ich hier drin bin? Hier rein. Okay, ja. Hoch zum Dach. Okay, zum Dach. Oh shit, wir werden verfolgt. Gerade noch Zeit, den Fernseher aus dem Fenster zu werfen. Oh shit, oh shit, oh shit. Zum Dach, sagst du? Oh, da kommen welche, da kommen welche. Mit Knüppeln. Ich will nicht wieder aufs Maul kriegen. Okay. Ja. Hoch zum Dach. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Geiler Dachboden. Den kann man gut ausbauen. Okay. Anscheinend müssen wir erstmal nicht hier weg hier. Also nicht genau. Oh, da kommen Hubschrauber. Das kann... das kann nur gut enden. Oh shit, ich falle hier gleich runter. Und dann bin ich toast. Geiles Batmobil, Junge. Oh, schießen die auf mich? Hey! Spinnst du? Au! Das tut doch weh. Junge, du kannst mich verletzen. Oh, da hinten gibt es Benzin, da muss ich rein. Oder hier rein, geht auch. Oh shit. Nicht aua, nicht hauen. Ah, das tut doch weh. Nein, nix ist. Was? Was geht da vor sich?
Ich sehe nichts. Hallo? Oh, hallo. Dr. Freeman, vermute ich. Ja, und du bist? Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Okay. Die Combine heißen sie also? Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, ja. Geiles Black Mesa Shirt. Mein Vater war damals in Black Alex. Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Eher nicht. Ich glaube, ich habe dich nicht gesehen im letzten du Spiel. Du sagst nicht viel, oder? Ja, eher der schweigsame Typ. Der gute Gordon Freeman. Hey, der den Typen kenne ich. Dabei. Der Herr Administrator. Aha. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Nicht gelb, zufällig? Hierdurch. Geiler, unauffälliger Geheimgang. Guck nicht so, was willst du? Guck lieber, wo du hinläufst, anstatt mich anzugucken, wenn du rückwärts gehst. Nachher stolperst du, brichst dir das Schlüsselbein und dann... Ein denkwürdiger Tag. So, ich bin zivilisiert und nehme die Treppe. Danke. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Aha. Nämlich? Komm, ich spendiere dir einen. Oh ja, Dr. Breen's Private Reserve. Mein Lieblingswasser. Oh, und übrigens? Nett, dich kennenzulernen. Oh, ja, ebenso. Was haben wir hier denn? Hallo? Verflixt doch mal. Wo ist die hin? Lamar? Wer ist Lamar? Komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist was wieder ist aus der Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Wie er leibt und lebt. Ist schon ein Tu-nicht-gut, oder? Ich tue manchmal auch schlecht. Auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Schwierigkeiten? Ich habe unser aller Ärsche gerettet in Black Mesa. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Vergrößerungsglas. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Telefons installiert. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist ein unserer Haben wir ein Erdbeben? Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Oh, hey, Barney! Die sind ausgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir bringen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Oh, das okay. In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Welche Katze? Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazugelernt. Nee, aber das mit der Katze interessiert Katze? Mich. Doc, wenn er nicht auf die Straße Sie auch. Kann, zumindest die Klamotten wechseln. Was für eine Katze? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich mag Katzen. Wenn hier eine niedliche Katze ist, will ich die sehen. Okay. Oh, was kommt jetzt? Neue Klamotten hat er gesagt. Was haben wir denn da? Na also. Was haben wir denn da? Verdammt, Vorsicht! Nimm's mir ab. Kopfkrabbel! Ich habe keine Waffe. Da bist du ja. Lamar? Ist nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich. Gut. Okay. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Nö. Erfolglos. Das muss nicht unbedingt sein. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar, die gehen leicht kaputt. Ja, toll, mach das Viech wieder alles kaputt. Es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Oh, was überwacht ihr hier denn alles? Tür auf, Tür zu. Nun, Gordon, auf geht's. Schlüpf in den Anzug. Okay, ja, natürlich. Den kennen wir ja noch. Den haben wir auch zu Anfang von Half-Life 1 angezogen. Unseren Gefahrschutzanzug oder wie auch immer. Yeah. Like a glove. Kann ich hier noch ein bisschen dran irgendwas rumbasteln oder so? Nö.
Aber die Hula-Puppe, da kann man antippen. Dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest. Ja, ich bin fett geworden. Sag's ruhig. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Aber dies ist das Wichtigste. Also. Ja? Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Ja, super. Das finde ich astrein. Komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh, und eine Taschenlampe hat er auch. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Ich blende jetzt ein paar Leute. Na, Barney? Na, ist das hell in den Augen? Na? Okay, daran kann ich... Na, da kann ich meine Anzugenergie aufladen. Sehr gut. Ja, schubs mich ruhig weg. Okay. Das wird ja immer besser. Jetzt noch mehr Labor. Ey, die schubst mich immer zur Seite. Ah, ist das der Teleporter? Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen. Neben diese Schaltkonsole? Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Ist es Rainer aus der Personalabteilung? Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Ah, das ist der Vater von Alex. Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG Orbifold einschließlich Hilbert. Okay, ja. Einschließlich Hilbert. Wenn Hilbert involviert ist, muss es ja funktionieren. Huch! Was? Was nun? Oh, ist hier der. Doktor, der Stecker. Dieser Stecker. Ja, du hast recht. Gordon, könntest du uns einstöpseln? Ja, aber natürlich. Genau dort, Gordon. Ja. Ausgezeichnet. Gordon betätigt den Schalter? Gordon? Ich heiße Gordon, nicht Gordon. Keine Scheu. Ja, dann los geht's. Sehr gut. Schlusssequenz beginnt. Gute Reise. Denk an die Katze, was auch immer mit der passiert ist. Okay. Schreit beim Fallen. Ist wie deine Mutter. Okay. Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, anscheinend hat es geklappt, ja? Was bin ich erleichtert? Sind wir alle. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Ja, ich habe einen Stecker reingesteckt. Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Mein Studium macht sich echt bezahlt. Okay, Barney. Jetzt du. Ah, Barney. Uff, danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Okay, das heißt, ich soll jetzt da reinsteigen? Bist du sicher? Na gut, es hat gerade funktioniert. Warum nicht?